Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Lucky Number 7 Box von Mosh 36. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Lucky Number 7 EP von Mosh 36. Und wir finden hier gleich mal auf der Box einen dicken 12er in grün, FSK. Allerdings, Gott sei Dank, ist das nur ein Sticker. Bedeutet, wir können diesen hier einfach abmachen. Das werde ich jetzt auch tun. Da ich diese FSK-Logos immer extrem hässlich finde und ich immer froh bin, wenn es nur Sticker sind. Alles klar. So sieht die Box aus in ihrer ganzen Pracht. Sehr düster, sehr schwarz gehalten. Und hier haben wir eine Pistole mit Schalldämpfer senkrecht, die hier, ja, schwarze Farbe, Teeröl, die hier die Waffe runterrinnt. Und ich gehe mal stark davon aus, dass die Box, beziehungsweise dass das Album an sich angelehnt ist oder der Titel an den Film Lucky Number 11. Guter Film, falls ihr den nicht gesehen habt, unbedingt mal anschauen. Okay. Ansonsten die Box komplett schwarz. Hier sehen wir noch das Logo von Mosh 36. Auf der Rückseite lesen wir den Inhalt: Lucky Number 7 Premium Edition, Mosh 36 Ledergürtel und A1 Doppelposter inklusive der Credits und dem Strichcode. Gut, dann schauen wir mal, was sich in der Box befindet. Wir haben einmal den angesprochenen Gürtel. Ein kleines Büchlein, schauen wir uns gleich an, einen Einleger zum Major Moves Shop, also ein Flyer quasi, und einmal das Poster. Okay, wie immer fangen wir an mit dem Album und dieses befindet sich in diesem Büchlein. Also wir haben hier nochmal genau dasselbe wie auch auf der Box drauf, allerdings, und das nervt mich echt, wir haben hier den 12er, und zwar diesmal nicht als Sticker, sondern aufgedruckt. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich so ein schwarzes Büchlein habe und dann hier einen grünen FSK 12 Aufdruck, hier so im Eck, in meinen Augen, verhaut das die Optik. Also es sieht richtig beschissen aus. Ja, damit müssen wir wohl leben. Okay, was haben wir hier? Wir haben hier zwei Discs, beziehungsweise drei Discs. Einmal das Album an sich, einmal die Instrumentals und einmal als Disc 3 die Block-DVD. Credits, Strichcode, Credits. Okay, wir haben 9 Tracks, was echt viel ist für eine EP. Wir haben Features von Olexesh, Millionaire, Silla, Hannibal, Kalash, der jetzt Kalash 44 heißt, und nochmal Kalash. Dann die Instrumentals, 9 Stück, und eben die DVD. Von den Tracks jetzt, die hier aufgelistet sind, sind meine Favoriten nach mehrmaligem Durchhören Intro und wo haben wir es? Was ich bin, Track Nummer 7. Also die sind mir speziell im Gedächtnis geblieben, sind beide Solo-Tracks von Mosh, keine Features, aber die haben mir echt am besten gefallen. Gut, sieht echt aus wie ein Buch, also dickes Buch, viele Seiten, allerdings, ja, ihr seht es, ist das alles nur von außen. Bedeutet, das hier ist, ja, auf gut Deutsch fake. Diese Seiten wurden hier zusammengeklebt. Und wir haben hier die CDs. Und zwar haben wir einmal, wenn ich sie rausbekomme, jawohl. Wir haben hier einmal die Lucky Number 7 EP, Disc 1. Das heißt, hier haben wir die Tracks drauf. Dann haben wir darunter die Disc 2. Bedeutet, hier haben wir die Instrumentals drauf und die sind hier in diesem Karton perfekt eingefasst. Dann haben wir Lucky Number 7 EP und hier sind dann die ganzen Tracks abgedruckt. Also wir haben hier wirklich zu jedem der 9 Tracks eine Seite mit Text.
Und dann haben wir hier noch die Info, Disc 2, Instrumentals, klar, gibt es keine großartigen Texte. Und Disc 3, die Block-DVD. Und diese DVD ist hier. Da haben wir nochmal Credits. Und hier die Block-DVD. Da auch der 12er, den wir dem Ganzen zu verdanken haben. Alter. So. So sieht das Ganze dann aus. Hier hinten wieder alles zusammengeklebt. Und das war der Inhalt dieses Büchleins. Also, wir haben das Album, wir haben die Instrumentals und die DVD, sprich 3 CDs bzw. 2 DVDs und eine DVD hier drinnen. Und das alles in dieser Buchoptik. Und hier hinten steht noch, kann man jetzt wahrscheinlich nicht lesen, Moment. Hier hinten steht dann noch Mosh 36, Lucky Number 7 EP und hier noch Major Moves. Gut, dann haben wir ganz kurz diesen Einleger. Ja, Info zum Merchandise Shop. Sprich, wenn ihr diese Shirts, diesen Hoodie von Mosh kaufen möchtet, seid ihr hier richtig. Mosh 36. Dann haben wir das Poster. Jetzt die Frage, was hier drauf ist. Ich schätze fast, ui, das dürfte gewaltig sein, das Poster. Das Cover nochmal. Jawohl. Allerdings nicht im Hochformat, sondern diesmal im Querformat. Bedeutet, das Poster komplett schwarz. Hier diese Pistole mit dieser verlaufenden schwarzen Farbe, wie wir es schon kennen. Und hier unten rechts Mosh 36, Lucky Number 7 EP und dann noch das Logo von Mosh. Also komplett schwarz und diese Waffe da noch drauf. Rückseite haben wir ebenfalls. Und hier haben wir die Infos zur Mosh 36 Lucky Number 7 Tour 2015. Also hier die Dates zur Lucky Number 7 Tour. Hier steht sogar noch Special Guest Kalash. Okay. Wenn wir das Ganze mal wieder zusammenfalten. Jawohl. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box den Gürtel. Der Gürtel wurde hier mit Plastik eingewickelt, mit Luftpolsterfolie, damit der Ganze nicht irgendwie die Gürtelschnalle irgendwie Schaden verursacht oder angekratzt wird oder den anderen Boxinhalt kaputt macht. Gut, wir haben es hier zu tun mit einem Ledergürtel in Schwarz. Und hier haben wir, das ist die Frage. Nein, das gehört so. Normalerweise ist das ja vielleicht dann irgendwo befestigt an einem Bereich des Gürtels. Allerdings hier nicht der Fall. Aber ihr kennt das. Das macht man dann meistens hier irgendwo rein, damit ihr, wenn ihr den Gürtel schließt, damit der Gürtel dann nicht irgendwie so komisch absteht, sondern dass man ihn hier dann noch in Position halten kann. Auf der Gürtelschnalle haben wir das Logo von Mosh. Dieses M bzw. diese Krone, je nachdem wie man es sehen möchte. Das Ganze funktioniert mit einem Dornverschluss. Das heißt, wir haben hier den Dorn und hier die Löcher des Gürtels. Und ihr könnt dann entsprechend eurer Größe dann die entsprechende Öffnung auswählen. Ihr kennt das. Ja, also man sieht schon, das Ganze ist hier mit einer Niete, einer Schraube verarbeitet. Ist jetzt natürlich nicht der hochwertigste Gürtel, aber was erwartet man auch von einem Gürtel in einer Deluxe-Box? Ist natürlich was anderes, als wenn man es jetzt irgendwo im Laden einen Gürtel für 30, 40, 60 Euro kauft. Ansonsten muss ich ehrlich sagen, auf den ersten Eindruck sieht er echt hochwertig verarbeitet, also halbwegs hochwertig verarbeitet aus. Wir haben hier schön die Nähte, die sind gerade geführt. Wir haben hier die gestanzten Löcher, die sind jetzt wirklich sauber gestanzt, also da ist jetzt nicht irgendwie noch ein Lederrest drinnen oder irgendwie ausgefranst. Die sind echt gut gemacht. Ist halt die Frage, wie lange das Ganze hält. Das hier, ja, die Frage, ja, muss man schauen. Aber rein so, muss ich ehrlich sagen, bin ich jetzt positiv überrascht. Ist auf jeden Fall eine nette Sache und hat es meines Wissens auch noch nie in einer Deluxe-Box gegeben. Einen Gürtel, gefällt mir.
Ja, wie immer fassen wir zum Abschluss noch einmal zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal der eben gezeigte Gürtel mit Mosch 36 Gürtelschnalle. Das Doppelposter im Querformat. Ja, dieser Einleger ist für mich jetzt nicht wirklich Boxinhalt, der ist einfach nur Werbung. Und dann dieses Büchlein mit dem Album, also der EP, den Instrumentals und der Mosch 36 Block-DVD. Das alles in dieser wunderbaren Box. Falls ihr die Musik feiert, wenn ihr Mosch unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.